Ey ho meine Lieben, heute mache ich mir Spare Rib for One. Ja, für mich alleine halt. Und wie ich das mache, was das für ein relativer Oschi ist, da drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Ein paar Sachen muss ich noch errichten. Ja Leute, hier hätten wir schon die ganze Spielerei. Schale. Vakuumierer, das heißt Soviet. So, jetzt holen wir mal das Teil hier raus. Also so ein schönes Baby Back Rib wäre mir natürlich persönlich jetzt lieber gewesen, als hier so ein Apparillo, wo da alles ja, seitlich mit dran hängt. Naja, macht nichts. Den haben wir jetzt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ach komm, das Rib ist nur für mich. Ich ritze mir hier die Silberhaut bloß ein. Ich habe es ja auch schon öfters dran gelassen. Die merkt man hinterher fast nicht mehr. So. Ja gut, wenn man da was erwischt. Auf die Schnelle kann man es wegpopeln, aber ansonsten ist das gar nicht so schlimm, wie sie alle immer sagen. Ist meine persönliche Meinung. Auch wenn ich jetzt weiß, dass wieder gewisse Personen saumäßig doof rumtun. Soll ich das jetzt rausschneiden? Nö, das lasse ich drin. So, also würzen tue ich mit dem Rip Rip Hurra vom Klaus. Jetzt das Stückchen Fleisch mit Knochen, wo man auch wieder jede Menge Knochen mitbezahlt hat, aber egal. Tun wir das so richtig schön einpudern. Wenn wir das getan haben, sind wir mit der Vorbereitung schon fertig und dann kommt es im Beutel. So, rein damit. Gewürze aus der Schale kommen natürlich auch mit dazu. Das ist heute wieder eine reine Technikrunde mit der Spare Rib Grillerei. Jo, dann vakuumieren. Tja, und dann können wir schon wieder uns umdrehen und ins Wasserbad schmeißen. Ja, Kommando zurück. Ich habe nämlich was vergessen. Und zwar habe ich hier noch ein Liquid Smoke von Stubbs. Ja, ich habe mal noch einen anderen gehabt. Aber den anderen Schrott nehme ich nicht mehr. So, und da wollte ich ja noch ein bisschen was mit rein tun. Das ist ein bisschen viel. Müssen wir hier jetzt den Rand wieder schön abputzen. Und dann auf ein neues einvakuumieren. So. Ich habe hier jetzt doppelt geschweißt.
weil es ein bisschen die Flüssigkeit durchgezogen hat. Ja, und jetzt ab ins Wasserbad. Hier habe ich meinen Caso Sous-Vide Stick, den ich mir übrigens damals auch selber gekauft habe und der mich immer ärgert, weil er nicht angehen will. Wir gehen auf 70 Grad, 2,5 Stunden, 43,3 habe ich schon Wassertemperatur. Das stört mich jetzt eigentlich recht wenig. Ich schmeiße das Ding jetzt hier gleich einmal mit hinein, wenn es überhaupt komplett reingeht. Ja, gerade so. Ja, und dann heißt es jetzt 2,5 Stunden irgendwas anderes tun. Und danach sehen wir uns wieder. Und dann seht ihr auch, wie ich das Teil fertig mache. So, meine Lieben, ihr seht es, 85 Grad. Ich habe mich noch umentschieden, beziehungsweise ich habe jetzt nochmal 1,5 Stunden dazugegeben mit 85 Grad. Ja, ich hätte auch gleich auf 85 Grad gehen können. Naja, und die lassen wir jetzt noch verstreichen und dann geht's weiter. Ich denke, auf die letzten 4 Minuten jetzt können wir verzichten. Auf die kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Dann waren wir jetzt 2,5, 3, ja fast 4 Stunden im Wasserbad. Also wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. So Leute, im Hintergrund heizt sich gerade den Opti-Grill im manuellen Modus auf Vollgas vor. 270 Grad steht da dran. So. Und jetzt holen wir hier mal, boah, riechen tut es ja mal ganz gut, das Ripper raus. So. Und was sehen wir? Es hat natürlich noch keine Farbe. Ganz normal im Sous-Vide-Becken. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Ahornsirup. Hey, der ist noch zu. Ich habe jetzt keinen Bock zu gucken, wo die große Bottle ist. Bloß ein klein bisschen drüber. Und fertig. Und jetzt müssen wir bloß noch warten, bis der Opti-Grill hot ist. Und dann können wir das ganze Ding nochmal auf den Opti-Grill draufschmeißen. Und dann kriegt das Teil hoffentlich doch noch ein klein bisschen Farbe. So, 270 Grad sagt der. Er qualmt und dampft wie blöde. Irgendwie hat da drüben gerade irgendwas nachgegeben. So, jetzt legen wir das Teil hier einfach drauf. Halten es fest, dass es nicht ganz runterrutscht gleich. Und dann tun wir das ganz einfach mal nochmal kurz anbraten, anbrutzeln, angrillen, wie man es auch immer nennen will. Jetzt schauen wir einfach mal, wie wir es hinkriegen. Ich weiß es doch selber noch nicht. Wir hätten das Ding auch auseinanderschneiden können und dann die einzelnen Stücke noch drauflegen. Hätten wir alles machen können. Ich kann es auch beim Wiederaufwärmen im Opti-Grill schnell machen. Einfach mal probieren und testen. Ich glaube, wir haben uns genug Röstaromen dran gezaubert. Das reicht. Tja, und da haben wir unser Ripperl. Ob das Fall of the Bone ist, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Da haben wir schon das Problem mit dem bescheuerten Cut, wo sie das Zeug hinten dran lassen.
Also voll auf sie bauen ist es ja nicht unbedingt. Moment. Soderle. Also habe ich auch nicht erwartet, dass es voll auf sie bauen ist. Aber ist lecker. Zart, saftig. Aber vielleicht hätte ich es doch auf dem Teefall draufhauen sollen. Das wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen. Auch wenn es nicht unbedingt dann die Power gehabt hätte. Aber das hätte man vielleicht noch die Oberfläche ein bisschen anders verschlossen als jetzt mit dem Teefallgrill. Mit dem Kontaktgrill. Oder im Backofen auf ein Backblech drauflegen und dann da nochmal Volldampf drauf geben. Wäre mit Sicherheit jetzt alles besser gewesen als der Opti-Grill. Da bin ich mir eigentlich sicher. Aber lecker und zart und saftig ist es in jedem Fall. Wenn euch noch die Variante noch nach dem Sous-Vide mit einem anderen Grill interessiert, ob auf dem Severin oder im Backofen dann, Oberhitze, dann kommentiert es unten drunter, weil dann werde ich bestimmt nochmal, ja, so ein RIP-Video machen und dann werden wir es so dann auch durchführen. Jo, habe ich nicht schön geschwollen gesprochen? Gut. In diesem Sinne, ich habe mir hier noch so eine Seele, nennt sich das Brötchen, geholt. Das esse ich jetzt dazu und wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Freundliches Kommentar und Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich sag jetzt einmal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal und tschüss. Hey ho meine Lieben, es gibt noch einen kurzen Nachtrag. Wenn ich es schaffe, tue ich auch noch das Foto einblenden. Ich war jetzt noch in meinem heißgeliebten Partykeller, habe ich die Nachricht bekommen, ob ich doch noch komme. Ja, und da habe ich das Rib einfach eingepackt in eine Konix-Schale. Ja, und im besagten Partykeller haben wir das in den Backofen reingestellt. Nochmal schön mit Oberhitze aufgeknuspert, dass es eine leckere karamellisierte Oberfläche hatte. Und Leute, das Ding war noch geiler. Ja, also hätte ich es doch hier gleich im Backofen reintun können. Wäre sinnvoller gewesen als im Opti-Grill. Also Version Opti-Grill, nix. Backofen. Schön Oberhitze, nochmal schön aufknuspern. Perfekt. Echt perfekt. Jo, das war's jetzt aber endgültig. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.